Ja. Hallo, ich bin der Michael. Ich soll ja nicht Hochdeutsch reden, das klingt scheiße. Also ich rede jetzt einfach mal Dialekt. Ganz Und normal. ganz normal. Also ich stelle euch heute mein Studio vor. Kann gar nicht ganz normal. Das ist, muss man sich umgewöhnen, gell? Ja. Das ist ein bisschen. Ich stelle euch mein Studio vor, da gehen wir jetzt mal da rein. Hier, Türe auf. Hinein in das kleine, aber feine Studio. Da steht der Drumset. Für den, der es benutzen will, kann natürlich seine eigene Becken mitnehmen, Ist das mitbringen. von Apple? Hat Apple auch mal Drumsets gemacht? Apple voll, Apple Trommel. Genau, also hier haben wir Stativ für Overhead und so weiter. Kann man dann runter auf die Trommeln, bla bla. Das ist alles wunderbar. Hier Bassdrum wird vorne natürlich abgemiked mit so einem Mikrofon, aber drin liegt dieses Grenzflächenmikrofon von Sennheiser. Schwere, gute Qualität, gute Qualität. Marke, Sennheiser. Genau. Für vorne, also Mikrofone, alles da, was man braucht. Top-Mikrofone. Bongos auch. Bongos, Kokosnussschalen, genau. Für Percussion da. Die sind nicht vom letzten Kokosdrink, den du gemixt hast. Gesagt, Top-Mikrofone haben wir hier, U87 von Neumann, RE20 von Electro Voice. Da sind noch verschiedene Percussion und witzige Sachen. Studio, kleines Studio, da hab ich keine Akustikelemente an der Wand. Das Also keine Eierbecher, die den Schall dämpfen. genau, das kann man kritisieren, aber das klingt saugutes Studio, echt. Also, weil hier an der Wand natürlich sehr viel dranhängt, viel kruscht. Schnapp doch mal eine Gitarre und spiel mal kurz irgendwas, nur damit man hört, wie es klingt. Zeug, genau, also Die Kamera ist natürlich nicht so gut, da wird man jetzt den Sound. zerbrechen die Reflexionen und so, und deswegen klingt das Studio also echt gut. Und diese Schaumstoffelemente, dass die Gitarre halt nicht nachschwingt, wenn da irgendeiner was dudelt, und hier Gitarre. Ja, geil. Diese Instrumente können natürlich auch benutzt werden, wenn jemand kommt. Kann auch diesen DX7, also ganz kostbares altes Teil, hier irgendwie mit authentischen Originalsounds aus den 70ern, nee Quatsch, 80er, sagen wir mal, hier Münchner Freiheit, die haben sehr viel produziert mit dem Teil da. Gibt es natürlich alles als Softwareinstrument, aber hier das funktioniert. Original Wurlitzer, hier eine Rarität. Kompakt Facing, Original Schulte, Berlin. Funktioniert tadellos. Wer hat sowas mal verwendet oder warum ist das so Ja, gute bekannt? Frage. Also unter anderem nennt man auch Krautrock Phaser. Die Krautrocker in den 70er Jahren haben den verwendet. Und ganz populär, Pink Floyd bei Dark Side of the Moon haben das verwendet. Hm, okay. Weiß gar nicht, wie das Lied heißt. Shine on You, Crazy Diamond. Wahrscheinlich. Dobro Weißt kann du, man, kennst du die eben hier aus? haben wir Digitalpiano. Was die MIDI-Daten werden aufgezeichnet, und dann kann man den Sound von dem Piano, was aber eigentlich gar nicht so schlecht klingt, kann man ersetzen durch Softwareinstrumente. Also irgendjemand spielt und du kannst es aufzeichnen, was der Das spielt, wird wie fest der analog, drauf drückt und was auch genau, sich. das wird analog aufgezeichnet. Also Sound von diesem Piano ist jetzt nicht High-End und so weiter, hat eine gewichtete Tastatur und fühlt sich ganz gut an. Natürlich nicht für den High-End-Konzertpianisten. Kann er verwenden, ja. Und was habe ich jetzt gesagt? Also analog wird aufgezeichnet und die MIDI-Daten. Und diese MIDI-Daten können dann natürlich Softwareinstrumente ansteuern. Okay. Hier haben wir einen handverdrahteten VHT, zwar made in China, aber das Ding, da muss man mir jetzt einfach mal vertrauen, das klingt wirklich arschgeil. Das klingt so Okay. gut mit der Box und so. Und
Die einen mögen vielleicht kritisieren, was hat denn der da, Harley-Benton von der Firma Thomann, Billiginstrumente und so, und das will er uns andrehen für Studio. Ich meine, jetzt mal davon abgesehen, das Studio, ich verlange auch keine unverschämte Beträge, aber diese Harley-Benton zum Beispiel, eingebautes Stimmgerät mit Fishman-Pickup. Ich finde es auch geil, live auf der klingt Bühne. echt gut. Die klingt gut, die hat massive Decke und so weiter, darf auch gerne benutzt werden, wenn einer seine Pfoten vorher wäscht. Oder sie natürlich, die Dame natürlich auch hochgekommen. Ja, dann haben wir ein Original, nicht Original, aber ein Fender Jazz Bass von der Firma Squier aus den 80er Jahren. Wird heute relativ teuer gehandelt und wirklich. Wirklich, wirklich, also wirklich, wirklich gut. Ein echter Fender Dual Showman. Das Filmteam kommt gar nicht hinterher bei dem Doch, Film. klappt schon. Dann mein Effektboard, ne, das ist eigentlich Betriebsgeheimnis. Darf ich nicht? Okay, weg. Und ein Fender 75 darf gerne verwendet werden. Eine Fender 75 Marshall Tone. Vollröhre, das ist nicht Vollröhre, da klingt aber auch wirklich sehr gut. Wall State. Hier eine Casio MIDI-Gitarre, auch ein ganz seltenes Top-Teil. Wie heißt der? Jordan, nicht Stanley. Irgendwie der, wo mit zwei Fingern spielt. Der hat die verwendet im Studio. Gibt sogar Szene mit Frank Sinatra. Und hier eine Heuer SG mit Jazz-Gitarre. Auch irgendwie No Name, Made in China. Aber die klingt auch wirklich saugut. Habe ich das schon erwähnt? Gibson Pickup vorne habe ich da eingebaut. Okay, selber eingebaut. Selber eingebaut. Ein Classic 57. Gutes Teil. Klingt Kann man machen. voll La West Montgomery. Hier die Station, also wie sagt man denn da? Die Zentrale. Wie gesagt, kein Regieraum, nicht abgetrennt. Dadurch direkte Kommunikation zu den Musikern möglich. Hat Nachteile, aber unbestreitbar auch Vorteile. Dann habe ich hier fünf Boxenpaare. Kann da umschalten von einem Boxenpaar aufs nächste. Hier eine SPL, Monitor, Talkback, Controller. Deutsche Firma, gut, gutes Teil. Mikrofone ohne Ende, wirklich Top-Mikrofone. Dynamisch, Kondensator, alles da. Auch AKG, C414 natürlich. Wie gesagt, U87 von Neumann. Aber natürlich keine 10 Neumänner, weil das kostet ja 1.000, 2.500 Euro. Ja, halt Also. alles mit Sinn und Verstand irgendwo und nicht gerade unbedingt verschwenderisch. Genau. Dann, wenn meine Spezialität besteht auch ein bisschen darin, dass die Bands, Rockbands oder irgendwer, die können live hier spielen. Gibt es auf YouTube ein anderes Video, wo das dokumentiert wird. Das mit Gesang, mit Schlagzeug, allem, mit Verstärker, die spielen live und durch geschickte Mikrofonierung, sage ich mal ganz arrogant, schaffe ich das, einen guten Sound hinzubekommen. Also das klingt echt gut. Und dass die Musiker sich hören, kriegt jeder Kopfhörer auf und hat auch die Möglichkeit, mich zusammenzuscheißen und sagen, mach besser Sound, das klingt kacke, meine Okay. Gitarre zu leise und Schlagzeug muss Da lauter und ein so. bisschen, okay. Genau, und der kriegt einen individuellen Headphone-Sound, wird nicht mit einem Digitalpult, sondern mit einem Software-Mischpult über diese RME, das ist eine deutsche Firma, RME, hier wird es geregelt. Also hier, das ist im Prinzip das Herz vom Studio von der deutschen Firma RME, Fireface UFX. Dann sind da diverse Interfaces angeschlossen und kann dann
Es können, warte mal, lass mal überlegen, 28 Spuren können simultan aufgezeichnet werden. Das kannst dann 28 Musiker hier spielen lassen. Kannst das Orchester auch Rein nehmen. theoretisch und jeden auf einem extra Kanal und der kann dann halt individuell abgemischt werden. Hier Formeln, Strom, Säuberer, sagen wir mal, da und Headphones sind da angeschlossen, also für 6 Musiker. Dann sind noch 2 Slots frei, sagen wir mal, also 2 Ausgänge für Headphones. Also Headphone heißt natürlich Kopfhörer. Ja. Hier haben wir High-End-Kompressoren, wirklich Top-Teile von BSS, 2 Stück. Stereo, also man kann dann quasi 4 Mikrofone mit den Kopf. Hier haben wir noch ein Behringer Teil, auch super. War preisgünstig, aber die Fachleute werden mir beipflichten, dass es wirklich ein Top-Teil ist. Hier haben wir Gain Station, auch von der deutschen Firma SPL, Gain Station mit Lundahl-Übertragern. Oder ist noch ein Übertrager drin? Mit Digital-Out. Dann hier von der amerikanischen Firma BAE, einen handverdrahteten Made in USA Mikrofon-Vorverstärker, der die niedrige Voltzahl vom Mikrofon, also hoch, transferiert sozusagen oder halt verstärkt, ganz einfach, Mikrofonvorverstärker, verstärktes Signal, bla bla bla. Hier 2 Gold Mics, auch von SPL. Stereos sind gut, aber jetzt keine High-End-Geräte. Ja. Also ihr müsst das Studio buchen, weil wenn die Dinger stehen, die fangen dann an zu knacksen, man muss die Potentiometer bewegen. Das Damit alles funktioniert und nicht einrostet. Gut. Genau, und dann, weil kein Regieraum, ja, wie kann man dann gescheite Gitarrensound hinkriegen, dann hört man das ja gar nicht getrennt irgendwie. Das ist absolut berechtigter Einwurf, aber für diese spezielle Kritik kann ich antworten mit diesem Kopfhörer. Ziehe ich den DT77M auf und der dämpft dann die Geräusche, die sich außerhalb von meiner Birne befinden, also außerhalb von meinem Schädel aufziehen, dämpft diese Geräusche um 26 dB und da hört man also. Naja, das wäre jetzt übertrieben, wenn man gar nichts mehr vom Originalsignal hören würde, aber wirklich Fast nichts mehr. den Verstärker, so wie er durchs Mikrofon kommt, hört man den da im Kopfhörer, durch die Kopfhörermuscheln und so. Kann man gut beurteilen. Okay, also kein Und Problem. no problem, gar nichts. Kleines Schmankerl vielleicht noch zum Schluss, bevor es zu lang wird, weil draußen scheint die Sonne und habe keinen Bock jetzt da länger da noch rumzufummeln. Alles gut. Hier diese Plexiglas-Gitarre, da steckt sehr viel Arbeit von mir drin. Da sind zum Beispiel Orange Drop Kondensatoren drin. Da kann man hier splitten. Dann habe ich hier einen 500 Kilo Hast du Ohm. die selber gebaut, oder? Nee, das ist eine Sonderanfertigung von Gitarrenbauer. Eine Fender, Made in USA, war, ja, über Geld redet man ja nicht. Ja, okay, ja. Und 500 Kilo-Ohm, CBS oder CTS-Potentiometer eingebaut. Also wirklich klingt saugut. Und als kleines Schmankerl, mal Videokamera, Filmteam hier. Jawohl. Achtung! Ta-ta-ta-ta. Na, sieht man das? Ja. Show-Effekt. Das ist natürlich ein Blinkt, Studio für leuchtet. den Arsch. Das habe ich mir für die Bühne bauen lassen. Hier Humbucker, da Single Coil, Umfeldschalter und wenn jemand kommt, dem gebe ich die Plexiglas-Gitarre gerne in die Hand, dann merkt er, was das für Gewicht hat. Also das ist wirklich 5 Kilo, 6 Kilo, schätze ich mal so. Okay. Okay, Also also massiv. buchen, 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 Video buchen, Quatsch, Studio buchen, Video anklicken, vielleicht Abo wäre auch nicht ganz schlecht und dann sieht man sich irgendwann mal wieder und brave Kritiken drunter schreiben und das Video. Sonst, Brav bleiben. ja, sonst lösche ich das einfach. Also, man darf natürlich schon kritisieren und so, aber wenn einer schreibt, was war denn das für ein Arschloch oder sowas, das kommt einfach weg. Und so Nazi-Zeugs und Ja, ist extreme, gut. Brauchen ne, wir nicht das weiter brauchen drauf wir nicht. eingehen. Nee, Genau. unsere Okay. Zuschauer sind ja ganz lieb. Die sind ganz mega lieb. Ich liebe euch. Ich liebe euch alle. Tschüss. Ciao.